eines Abends saß der weltberühmte Bongo auf der Couch und sah fern. Aber das TV-Programm war nicht gerade aufregend. Also schnappte sich Bongo die Fernbedienung und schaltete um. Doch da machte es Bingo. Bongo konnte es nicht fassen. Was hatte das zu bedeuten? Oder hatte es gar nichts zu bedeuten? Wahnsinn, sagte Bongo. Und dann lächelte er, denn er wusste, das war das Ende dieser wirklich verrückten Geschichte.